hat dieses Leben sich selber hergehen als Fährtensucher nun etwas bewirkt, die Erforschung der verschiedenen Sensationen, Vorfreude, Lustempfindungen zum Beispiel, die Abfuhraufforderungen begleiteten, homöostatische Utopie-Ataraxien und vor allem die Begegnung mit dem Realen, mit dem undenkbaren, tödlichen, entsetzlichsten, das erst in antizipatorischer Nachträglichkeit dann das Realexistenzempfinden auf die Leinwand des unfassbaren, abgrundlosen Ungrunds wirft, als Hologramm, und das eben nicht dem wahren Begreifen der endgültigen Verzehrung, der endgültigen Entwirklichung, Verwirkung dient, sondern nur als Beschleunigungsmoment all dieses türkischen Basars, dieses Gewurles, dieses Wirkens und Werkens und Werkens und Wirkens und Einwirkens und Durchwirkens und Transformierens eben in diesem künstlich als nie endenden Strategiespielfeld, auf denen die Wettkämpfe der Selektion ausgetragen werden, bei gleichzeitiger Ausfältelung und Ausfaltung des immer noch schöneren, beeindruckenderen, für das man allerdings noch Augen haben müsste, um dieses noch zu erblicken mit ihren Sternenaugen.